Ich stehe da unten am Schwarzelsee am Freizeitgelände und wenn man sich so umschaut, glaubt man, es ist überhaupt nichts los. Aber es ist ein riesengroßer Irrtum. Habe ich es euch nicht gesagt? Unsere erste Station heute ist da bei den Stormitz. Heute ist der zweite Wettbewerbstag und man kann schon sehen, was ungefähr werden wird. Es ist wie ein Stück aus einer Säule von einer Kirche, kann man sich vorstellen. Ein Profilstück mit Einziehungen und mit Kanisen und gearbeiteten Flächen und relativ genau halt. Ich arbeite nur in einem Toleranzbereich unter einem Millimeter. Probieren geht über Studieren, ist ein altes Sprichwort. Und da bei den Trial Skills Stand, bei den Stormitz, kann jeder, der was einmal möchert, das Handwerk spüren und probieren, wie es ist, wenn man mit dem Storn arbeitet. Ich bin da jetzt unterwegs mit Herrn Stefan Praschl, Vizepräsident von World Skills Europe. Sag mal du, Stefan, was sind eigentlich deine Aufgabenbereiche während dem Wettbewerb? Das Sekretariat kontrolliert im Prinzip, ob wir als Veranstalter alle Vorgaben einhalten. Einfaches Beispiel, da vorne sitzen zum Beispiel die Skill Advisor, die schauen, dass die ganzen Bewertungsschemen gemäß Reglement bearbeitet werden. Oder auch, wenn zum Beispiel, wenn sie finden, dass irgendwo die Beleuchtung nicht passt, dann müssen wir das eben anpassen. We are on a good track, thanks to the work of the host team. Wir sind da jetzt in der WKO-Lounge und nutzen die Gelegenheit, dass wir unsere ganzen Sponsoren und Unterstützer einfach einmal Dankeschön sagen. Ein großes Danke an alle Sponsoren, die uns hier sehr intensiv unterstützen und vor allem, die uns über diese lange Zeit auch die Treue gehalten haben. So, ich darf jetzt wohl das Mikrofon von meiner Kollegin Melanie übernehmen. Ich bin der Fabian Quickner, Euroskills Botschafter 2021. Und während hinter mir die Sponsoren noch beim Mittagessen sind, schauen wir zu denen, die keine Pause machen, und zwar zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Let's go! Wir sind jetzt da bei den Grafikdesignern und wir haben jetzt das große Glück, einen aktiven Teilnehmer zu treffen. Martin, was sind jetzt die aktuellen Aufgaben und was musst du am Ende des Tages abliefern? Also heute haben wir das Thema Frauen im Sport und müssen eine Broschüre dazu gestalten mit insgesamt dann 12 Seiten. Das ist eigentlich heute alles, aber ist mehr als Klink. Zuschauen ist das eine, aber ausprobieren ist natürlich viel spannender und deswegen gibt es auch hinter mir eine Try-a-Skill-Station speziell für Grafikdesign und was man da genau machen darf, das erklärt uns jetzt die Hanna. Und zwar, man kann für ein Kartenspiel eine eigene Joker-Karte selbst designen. Derjenige kann dann sich selber schminken, herumretuschieren und einfach grafisch eine eigene Joker-Karte herstellen und die kriegt er dann mit dem Kartenspiel. Dieses Try-a-Skill-Konzept geht richtig auf, aber nicht nur bei den Grafikdesignern, sondern bei jedem Beruf. Also bei uns im Stand kann man einfach Zöller montieren, am Baustromkosten ausschauen, was ist da, einfach was aus unserem alltäglichen Leben und man sieht, die Leute haben eine Freude dabei und sie können einfach ein bisschen was aus unserem Beruf sehen. Nicht nur für die Teilnehmer gibt es viel zu tun, sondern im Hintergrund die Organisation ist gefordert. Da im Speziellen die Volunteers, die im ganzen Gelände unterwegs sind. Und was die genau machen, das schauen wir uns jetzt an. Wir haben über 500 Volunteers, die kommen aus ganz Europa und sogar hinaus, über aus Südafrika, Russland, Indien. Wir haben ganz verschiedene Bereiche, angefangen von der Skills-Versorgung mit kleinen Snacks und Getränken, damit die Competitors während den Competitions eben versorgt sind. Das wird eben von unserem Lager mit Golfcards von Helfern eben zu den Skills verteilt. Dann haben wir auch freiwillige Models, die zum Beispiel in der Schönheitspflege sich behandeln lassen. Sie bekommen eine Massage oder eine Pediküre, eine Maniküre. Und dann haben wir auch noch den großen Bereich Akkreditierung. Ja, kurz gesagt, ohne die Volunteers ist unsere Veranstaltung nicht möglich.
Wie man sieht, ohne Volunteers geht gar nichts. Aber auch nicht ohne Zuschauer und vor allem nicht ohne Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für die wird es morgen so richtig spannend. Tag 3, Finaltag, es geht ums Fertigwerden. Und kommt nochmal vorbei, feuert sie an und wir freuen uns morgen auf euch. Ciao. Here we go!